Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Lego Star Wars 2, die klassische Trilogie. Yeah, ohne Hänger geschafft, das aufzusagen. Ja, wir sind bei Episode 5, das Imperium schlägt zurück, und sind beim zweiten Episodenteil, beim zweiten Kapitel angekommen, Flucht von der Echo-Basis, und legen jetzt los, ja. Und zwar Story, ja, genau. Und jetzt lese ich erstmal vor, danach erzähle ich erstmal wieder ein bisschen was und bla bla bliblo. Episode Nummer 5, das Imperium schlägt zurück. Kapitel Nummer 2, Flucht von der Echo-Basis. Imperiale Truppen haben mit dem gnadenlosen Ansturm auf die Rebellenbasis auf Hoth begonnen. Die Rebellen halten sich tapfer, doch der Feind ist überwältigend stark. Im Kommandozentrum der Echo-Basis, tief im Inneren des Eises, auf diesem gefrorenen Planeten, überwachen Han Solo und Prinzessin Leia die Evakuierung des Rebellenpersonals. Doch als die Sturmtruppen die äußerste Verteidigung durchbrechen, müssen sie selbst schnell einen Fluchtweg suchen. Ja, machen wir doch glatt. Da seht. Ach ja, das hatten wir da beim letzten Mal, genau. Genau. Die zerschießen jetzt die ganzen Generatoren und so. Oh, und da wird jemand rot, wie süß. Egal, die sollten lieber schnell abhauen. Was sie auch jetzt vorhaben zu tun. Ja, was kann ich erzählen? Es ist gerade Donnerstagabend. Okay, da können wir anscheinend nicht ran. Hier können wir doch. Wenn wir nicht, können wir doch. Ich weiß es nicht. Okay, können wir doch lang. Auf jeden Fall haben wir es Donnerstag Abend. Okay, können wir nur mit R2D2 rein. Ich habe wieder etwas längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Also ich habe euch ja. Ja, da kommen wir direkt zum ersten Punkt. Oh, die haben Schnee, Kostüme an. Witzig. Dann kommen wir direkt mit zum ersten Punkt. Viele Leute haben es immer noch nicht verstanden, dass ich nicht mehr komplett regelmäßig aufnehme. Leute, ich bin, ich habe viel zu tun, muss ich sagen. Ich muss Theorie, Klausuren, was weiß ich nicht, was. Also ich habe echt viel zu tun. Und, ich lade nicht mehr regelmäßig hoch. Also, beziehungsweise ich lade regelmäßig hoch, aber ich sage nicht mehr so. Und ab jetzt lade ich jeden Tag ein oder zwei Videos hoch. Das kann sich von A nach B, das kann sich einfach ändern. Wenn ich gerade Zeit habe, dann versuche ich so viel aufzunehmen, wie geht und so weiter. Aber das kann halt auch mal vorkommen, dass drei Tage nichts kommt. So ist das. Aber naja, daraufhin, also einige verstehen das nicht, aber das soll mir Schnuppe sein, naja. Und, während wir hier weiter durchgehen, kann ich noch weiteres erzählen. Und was kann ich erzählen? Ja, ich werde morgens Freitag, wo das Wochenende beginnt, versuchen, in Crisis weiterzukommen. Also das heißt, das ist gut für einer. Arschloch. Also ich werde versuchen, ein bisschen weiter in Crisis zu kommen. Beziehungsweise ein gutes Stück weiter, sagen wir es mal so. Denn ich habe nachgeschaut. Wir sind bei Mission Nummer 4. Und es gibt 11 Missionen. Also ich habe mir nicht angeguckt, wie die Missionen gehen oder so, sondern ich habe mir nur angeguckt, was für wie viele Missionen das sind. Ich wollte nur ungefähr wissen, wie lange das Spiel noch dauert. Könnt ihr jetzt bitte mal aufhören, die ganze Zeit zu kommen? Egal, kommen wir sowieso noch nicht durch. Deswegen ist es noch nicht so schlimm. Ja, ich habe mir angeguckt, wir sind also Mission 4 von 11. Das heißt, wir haben, keine Ahnung, 30% oder was des Spiels durch, obwohl noch nicht mal ganz. Und deswegen, ja, ist ja gut. Versuche ich ein gutes Stück weiterzukommen morgen. Ja, was soll mir der Zug jetzt zeigen? Ah, okay, der fährt jetzt andersrum. Okay, ach, der macht jetzt das Ding frei. Alles klar, wunderbar, danke. Oh, schnell rein. Schnell, 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 schnell. Ich will die Münzen haben.
Ja, hier hat man ja wunderbar viel Zeit, diese scheiß Münzen einzusammeln. Ach, leck mich doch. Auf jeden Fall. Ach, vielleicht. Oh, verdammt, ich hätte das Ding noch gebraucht. Na, verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Egal. Wir machen das ja sowieso alles nochmal. Genau, das ist der nächste Punkt. Denn, ich möchte ja auch Assassin's Creed spielen. Hier nach. Und, ja, deswegen habe ich mir gedacht, welches Spiel ist eigentlich das nächste, was ich vollende? Ist es Lego Star Wars oder ist es Crysis? Und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich Crysis. Denn Lego Star Wars wird noch eine gute Weile dauern. Denn nachdem ich eine Runde normal durchgespielt habe, folgt ja auch die Runde erkunden bzw. Geheimnisse sammeln. Also Lego Star Wars ist halt immer so ein Spiel für zwischendurch und wird wahrscheinlich noch gut was dauern. Wow, Moment. Die haben Bildkanonen. Jaha. Ihr habt keine Chance gegen mich. Wird also noch was dauern. Crysis ist hingegen, also wie gesagt, wir sind in Mission 4 von 11. Und das Problem von Crysis ist halt, Crysis ist zwar ein geiles Spiel und es macht auch tierischen Spaß, aber es ist total anstrengend zu Let's Playen, weil wir wegen dem Sound. Es ist echt anstrengend, immer auf die Neuaufnahmen zu achten, nicht einfach durchaufnehmen zu können, einfach nicht sich komplett auf das Spiel konzentrieren zu können, etc. Also es ist echt anstrengend teilweise, das aufzunehmen. Obwohl, wie gesagt, ich sag nicht, dass es keinen Spaß macht. Es ist halt nur echt anstrengend. Und, deswegen, bin ich eigentlich auch recht froh, wenn irgendwann Crysis vorbei ist, obwohl das echt ein geiles Spiel ist. Und denke mir, ich werde das... Das ist das Spiel, was ich als nächstes durchspielen werde. So, was soll das jetzt darstellen? Hä? Und daran erinnere ich mich jetzt nicht. Ah, okay. Jetzt soll der hier hoch, oder was? Oh, toll. Toll. Moment. Erstmal schieben wir das Ding nochmal richtig. So, bestimmt auch irgendwo hin. Moment. Einmal schauen. Hä? Okay. Muss doch hier nirgendwo hin. Ja, und jetzt geht's halt einfach ganz normal weiter mit dem Spiel. Ich höre auch wirres Zeug über, keine Ahnung, was wir da haben. Also ich versuche morgen halt eine gute Menge aufzunehmen. Ich hoffe, es funktioniert. Und, weil dann wird am Wochenende auch nichts mehr kommen. Witzig, ja. Wird dem aber so sein. Denn Samstag bin ich wahrscheinlich gar nicht da. Und, ja, den Tag habe ich eigentlich vor, so fast den ganzen Tag zu lernen. Ja, das muss man auch mal tun, wenn man tausend von Klausuren schreibt und gleichzeitig dann auch noch Fahrschule macht und so. Also das ist kein Pappenstiel. So, mein lieber C3PO, komm mal her. Okay. Jetzt werden wir dich da hochkatapultieren. Ach, jetzt hast du es. Gut, jetzt hat er es geschafft. Und es geht weiter. Und wir gehen weiter. Und ich befürchte. Wow, und ich hatte. Wow, ja, ist ja gut.